scheint ja wieder ein ganz gutes Jahr zu werden mit Brombeeren. Ja, hier geht's schon ordentlich los. Aha. Ja, und wie ihr seht, ist nicht nur Brombeere hier drin. Ja, hier hinten ist die Brennnesselabteilung von diesem Brombeerfeld. Ja, scheint wohl etwas feuchter zu sein im Boden. Ja, kann ich dann einen Haufen Brennnesselsamen ernten. Sehr schön. Ja, das sind die neuen Triebe. Da kommen nächstes Jahr dann Brombeeren ran. Und hier solche Pflänzchen sind auch mit drin. Ne? Die werden gemeinhin, ich weiß nicht, ich kenne sie unter dem Namen Quecke. Ne? Die hat dann hier so weiße Blüten und schlingt sich, ihr seht das, volle Kanne um die Brombeere herum. Ja, und ja, vor 2 Monaten habe ich da mal einen Test gemacht. Und zwar habe ich da mal 2 Stängel von seinem Besatzer sozusagen mal getrennt. Ne? Ja, und so sehen die Stängel jetzt aus hier. Komplett abgestorben. Da ist nichts mehr. Ne? Ja, also von wegen, dass die Pflanze abschnüren. Also bei mir sieht sie eher so aus, als ob die voll in Symbiose hier irgendeinen Dienst macht. Ja, ich lasse jetzt in Zukunft meine Quecken immer an den Brombeeren dran. Das habe ich daraus gelernt. Ja, weil sonst könnte es sein, dass es so hier aussieht, ne? Wenn man da nachträglich versucht, was zu verbessern. In Anführungszeichen. Ja. Schon faszinierend.